Digitalisierung ist das Zauberwort der letzten 50 Jahre. In den 90ern wurde die Information digitalisiert mit Internet und Telekommunikation. Dieser Tage, und das ist unsere große Chance, werden Handel und Währungen digitalisiert durch Blockchain-Technologie und Kryptos. Und wie man hier sieht, das Thema Blockchain und Kryptos ist deutlich größer als Internet und Telekommunikation. Wer auf Sicht von einem Jahr in dieser Szene eine Performance von zum Beispiel 50.000 € erreichen möchte, der kann dies machen, indem er 100.000 € einsetzt und 50% Performance erzielt oder 5.000 € einsetzt und 1.000%. In der ersten Variante kann man deutlich risikoloser rangehen und sich auf große Coins konzentrieren. Will man die 1.000% machen, muss man im Coin Market Cap deutlich weiter nach unten gehen. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview, wie angekündigt am heutigen Dienstag statt am Montag. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir viele spannende Themen für Sie aus dem Kryptobereich zusammengetragen haben. Wir werden uns darüber unterhalten, dass es in den USA mittlerweile auch deutlich nach oben geht, dass die Jahresendrallye endlich begonnen hat. Wir werden uns auch darum kümmern, welche Coins man tatsächlich im Depot haben sollte und ob sich jetzt so langsam der Schleier bei ETHgate lüftet. Darüber spreche ich in den nächsten Minuten mit Oliver Michel von Tokentos. Schön, dass Sie wieder da sind. In den USA, die Charts hatten wir immer mal wieder mit dabei gehabt, von Dow Jones und Nasdaq, scheint man jetzt auch das Knöpfchen gedrückt zu haben, sich anzuschließen, was die Jahresendrallye angeht. Hier läuft es jetzt ein bisschen nach oben. Man hat sich umgestellt. Ist das jetzt der Befreiungsschlag oder sollte man noch ein bisschen vorsichtig sein und trauen Sie dem Braten in den USA? Die US-Indizes haben sich wirklich toll entwickelt innerhalb der letzten 3 Wochen. Und auch mit dem gestrigen Tag hat sich angedeutet, dass es weitergehen könnte. Das verschafft natürlich den Kryptos Luft, um sich ihrerseits zu entwickeln. Das tun sie auch ganz gut. Und natürlich, wir haben ja im letzten Interview die Frage angesprochen, sitzt man auf den richtigen Coins? Und dieser Frage wollen wir ja heute mal nachgehen, noch bevor wir uns die Charts anschauen. Wir haben natürlich, besser gesagt, Sie haben was vorbereitet. Es dreht und wendet sich alles um die Marktkapitalisierung. Wir sprechen über Bitcoin, über Ethereum und in der Regel über XRP. Reicht das? Genau so ist es. Das sind die drei. Dir stellt sich die Frage, warum die drei und genügt uns das? Kann das einem Investor zum Einstieg genügen? Dazu ein Blick mal auf coinmarketcap.com, eine ganz bekannte Seite. Hier in der Headline. Wir haben über 2 Millionen Kryptos. Als wir angefangen haben, stand hier oben 26.000 vor einem halben Jahr. Wir haben 672 Exchanges. Die gesamte Market Cap beträgt 1,4 Billionen. Das ist jetzt in US-Dollar Trillion, in Deutsch Billion. Mal als Einleitung bei der ganzen Geschichte. Und wir haben hier unsere drei, den Bitcoin, Ether und hier unten unseren XRP. Wir haben auf Platz Nummer 3, und das ist die Liste der Top 10 bezogen auf die Market Cap, auf Platz 3 haben wir einen Stablecoin, das sieht man, der liegt um 1 Euro. Dann haben wir hier USDC, das ist ein weiterer Stablecoin, den kann man eigentlich auch streichen in dieser Liste. Ich würde auch gerne Binance streichen, weil das der Coin der Trading-Plattform Binance ist. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut und von oben runter geht, hat man genau die drei: Bitcoin, ETH und XRP. Wenn man jetzt mal auf die Marktkapitalisierung schaut, dann sieht man, dass der Bitcoin mit seiner Marktkapitalisierung von 731 Milliarden bezogen auf 1,4 Billionen ungefähr die Hälfte der Marktkapitalisierung ausmacht, 50%. Ether mit 242 Milliarden hat 17% und unser XRP mit seinen 32 Milliarden hat nochmal das, was auffüllt, auf in Summe 70%. Das heißt also, wenn wir diese drei zusammennehmen, haben wir 70% der kompletten Marktkapitalisierung. Und um auch hier nochmal ein Gefühl zu vermitteln für die Größe dieser Marktkapitalisierung, ich wiederhole das gerne, weil das eine sehr interessante Darstellung ist, das ist die Hälfte der Marktkapitalisierung von Apple, einer einzigen Aktie. Die Hälfte. Also wir bewegen uns in einem sehr, sehr kleinen Markt. Und wer auf diese drei Coins setzt, nämlich Bitcoin, ETH und XRP,
deckt damit zumindest mal 70% der Marktkapitalisierung dieses Kryptomarktes ab und ist damit eigentlich meiner persönlichen Meinung nach ganz gut positioniert. Welchem dieser Coins trauen Sie denn das größte Aufholpotenzial zu? Ja, das mit dem Aufholen ist immer relativ. Man stellt sich ja eigentlich die Frage, wie sieht es mit der Performance aus? Jetzt stehen die zwar an der Spitze der Marktkapitalisierung, aber performen die auch gut? Weil man möchte natürlich in seinem Depot eine gute Performance haben. Und deswegen hier hinten mal drei Spalten, die 60-Tage-Performance, die 90-Tage-Performance und Year-to-Date, also was ist in diesem Jahr gelaufen. Mhm. Und das sieht man hier sehr schön, der Bitcoin, das hatten wir letzte Woche ja auch gesagt, liegt bei einer Jahresperformance von 126% und hat in den letzten 90 Tagen, also in den letzten drei Monaten, 45% gemacht. Und so kann man sich das auf CoinMarketCap mal anschauen. Interessant wird es natürlich, wenn man auf die Performance schaut. Das sind die ersten 10 der ersten 100. CoinMarketCap hat ungefähr 9000 Coins veröffentlicht. Wir gucken mal nur auf die ersten 100 und gucken da, wer hat die beste Performance gebracht. Je weiter man runtergeht, umso größer wird aber auch das Risiko, oder? Aber auch die Chance. So ist es. Und die Gier. Über die reden wir ja hier die ganze Zeit. Hier mal der Einstieg über die 90-Tage-Performance, weil die habe ich mal die ersten 100 Coins bezogen auf ihre Performance in den letzten 90 Tagen sortiert. Und dann sieht man hier eine Performance von 270%, 230%, 230%, 180%. Das sind auf drei Monate für einen klassischen Aktienanleger galaktische Prozentsätze. Aber wenn man mal nach vorne geht und schaut, auf welchem Platz liegt denn dieser Coin in der Hitliste der 100 größten nach Marktkapitalisierung, sieht man Platz 84, Platz 38, Platz 52, Platz 48, Platz 74. Also schon sehr weit hinten, wobei wir natürlich mit Solana und Chainlink zwei Coins haben, die unter den Top 20 sind, was die Marktkapitalisierung angeht, aber was die Performance angeht, schon sehr weit vorne. Darüber haben wir auch in den letzten Interviews gesprochen. Und wer hier mal in die letzte Spalte schaut, ja, da kann man auch hier to date mal 2.347% machen. Da braucht man aber auch Nerven für dann. Das kann ja auch nach unten gehen. Das richtige Mindset und das richtige Investitionsprofil. Aber das ist absolut individuell. Das heißt, wenn man sich das jetzt nicht zutraut oder wenn man sagt, naja, ich möchte ein bisschen konservativer an die ganze Sache rangehen, kann man eigentlich mit Bitcoin, Ethereum und dem XRP glücklich werden? Meiner persönlichen Meinung ja. Ich bin in diesen Tiefen von CoinMarketCap privat selber nicht aktiv. Ich gehe maximal runter bis auf Platz Nummer 20, 22, 25 mit der Tokentus. Also unsere Beteiligungsgesellschaft, da gehen wir tiefer runter. Wir hatten jetzt auch einen Coin, der hat innerhalb von zwei Wochen 600% gemacht. Das ist aber ein Coin von einer Gesellschaft, die wir kennen. Da wissen wir, das ist kein Scam. Denn wie Sie schon gesagt haben, je weiter man runtergeht in der Cap-Liste, desto kleiner werden die Market Caps und desto größer ist natürlich die Möglichkeit, sie mit einer Gruppe von Influencern entsprechend zu manipulieren, nach oben oder nach unten zu kicken und damit den normalen Retailer, der sich hier eine hohe Rendite verspricht, rauszunehmen. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, mit den drei großen Coins, die wir besprochen haben, die wir immer wieder im Interview mitführen, ist man gut positioniert. Es gibt sogar manche Größen in der Szene, die reduzieren sich nur auf einen einzigen Coin, nämlich den Bitcoin. Mhm. Das kann man machen, muss man aber nicht machen. Am Ende des Tages ist es ja eigentlich, geht es ja um Folgendes. Beispiel, Sie wollen eine Performance über ein Jahr machen von, sagen wir mal, 50.000 Euro. Mhm. Wie kann man die erreichen? Die eine Möglichkeit ist, man setzt 100.000 Euro ein und macht eine Performance von 50%. Die andere Möglichkeit ist, man setzt 5.000 Euro ein und macht eine Performance von 1.000%. Das Ergebnis ist beides mal 50.000, nur Variante 1 ist deutlich risikoärmer als Variante 2. Und das ist genau die Stelle, wo sich jeder Investor fragen muss, wie bin ich eigentlich drauf? Weil er hat genau drei Variablen. Die eine Variable ist, wie viel Geld hat er zur Verfügung? Ist er der mit den 100.000 oder der mit den 5.000? Wie ist sein Risikoprofil? Ist er einer, der sagt, ich gehe volles Risiko? Und
In dem Moment, in dem er diese zwei Parameter kombiniert mit seiner Risikoeinschätzung hinsichtlich des Marktes und seiner Performance Erwartung, dann ist ihm klar, wie er sich positionieren muss. Und das ist von Person zu Person unterschiedlich. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Was man aber tun kann und auch sollte, ist sich die Charts anschauen. Und damit kommen wir schon zu unserem nächsten Block sozusagen. Wir hatten schon anfangs darüber gesprochen, dass in den USA die Jahresendrallye, Entschuldigung, scheinbar jetzt anzulaufen scheint. Wir hatten noch ein kleines Hindernis, was im Weg stand, was wir im Blick hatten. Der Shutdown ist aber in der vergangenen Woche ad acta gelegt worden. Das heißt, man hat sich zunächst mal, was das Budget angeht, geeinigt. Es wird ein bisschen weiter geschoben eigentlich nur. Aber nichtsdestotrotz, beim Dow Jones und bei der Nasdaq sehen wir, dass man sich weiter nach oben bewegt. Das ist aber, wenn ich Sie richtig verstehe, noch keine komplette Entwarnung. So ist es. Also wir sind noch nicht auf der sicheren Seite, aber die Bewegung ist absolut positiv. Wir haben hier den Dow links und rechts sowohl in der Wochendarstellung. Fangen wir mit der rechten Seite an. Hier sieht man die Angst, die wir hatten, als er hier dieses Lower Low geschrieben hat, verbunden mit der Aussage, der wird sich mit Sicherheit erholen, bevor er die Entscheidung trifft. Dann hatten wir gesagt, wenn er hier an dieser Stelle ist, dann wird er eine Entscheidung treffen und er hat sich glücklicherweise entschieden, weiter nach oben zu gehen. Er hat jetzt drei tolle Wochen hinter sich und auch der gestrige Montag war sehr, sehr gut. Und die Hoffnung besteht jetzt darin, er hat hier Higher Highs geschrieben. Um diese Stelle hier ungültig zu machen, müsste er jetzt hier ein weiteres Higher High schreiben. Das ist das, was ich hoffe, was passiert. Die Nasdaq hat es dem Dow schon vorgemacht. Die Nasdaq hat mit dem gestrigen Montag bei einer ähnlichen Bewegung ein Higher High bezogen auf das letzte Hoch hingelegt. Das ist eine tolle Sache. Das wäre eine tolle Blaupause für unseren Dow. Und in dem Moment, in dem er dieses Higher High schreibt, kann man sagen, der Aufwärtstrend ist intakt. Und ja, er hat das 702er Retracement durchlaufen. Das hatte er schon einmal in der Hoffnung jetzt, dass er das nachhaltig durchstößt. Ist er auf dem Weg nach oben. Aber ich möchte die Euphorie klein bisschen eindampfen. Wir hatten immer wieder gesagt, die nächste große Stelle könnte hier dieser Bereich sein. Nach diesem letzten Hoch, das er geschrieben hat, könnte das nächste Hoch in diesem Bereich liegen. Und das ist die Zeit, die wir haben für unsere Kryptos. Ich hoffe nicht, dass er auf seinem Weg nach oben nochmal wegknickt. Das wäre jetzt nicht so schön, weil das hätte natürlich auch direkte Konsequenzen für unsere Coins. Aber so sieht das insgesamt bezogen auch auf Nasdaq und S&P super aus. Sie sprachen gerade eben schon an, dass es bei der Nasdaq tatsächlich doch deutlicher nach oben geht. Jetzt muss man dazu sagen, es gab ja auch, was den Technologiesektor angeht, am Wochenende den ein oder anderen Aufreger mit dem Weggang von Sam oder mit dem Schassen von Sam Altman. Es hat aber auch beim Bitcoin in der vergangenen Woche nochmal einen ordentlichen Anstieg gegeben. Mittwoch und Donnerstag, gab es dafür Gründe? Ja. Also man sucht ja immer nach Gründen. Es gibt ja viele Charttechniker, die sagen, zeig mir den Chart und ich nenne dir die Nachricht. Jeder interpretiert das für sich anders. Ich sehe das folgendermaßen mit dem Blick auf unseren Bitcoin hier in der Tagesdarstellung. Das war der Ausbruch, und das ist schon 4 Wochen her. Also so schnell vergeht die Zeit. Er hat seine Range verlassen, ist nach oben gegangen und dann hatten wir ja gesagt, er hat zwei Optionen. Im Moment hält er sich noch an die positive erste. Er geht nach rechts, nach oben. Die zweite Alternative wäre ein Prüfen des oberen Randes der alten Range. Wenn man jetzt mal auf die letzte Woche schaut, und das ist ja das, was Sie ansprechen, dann sieht man zwei große Candles. Das ist meiner Ansicht nach, und das ist auch, was wir immer wieder gesagt haben, das Spiel der Market Maker. Die erste Candle waren 2300 US-Dollar nach unten. Da fragt man sich, warum? Um am nächsten Tag dann wieder 1700 US-Dollar nach oben zu gehen. Warum? Und das ist dieses Wrong-Footing, im Prinzip die Investoren auf dem falschen Fuß erwischen, mal nach oben ziehen, mal nach unten ziehen. Vielleicht verliert der ein oder andere die Nerven und verkauft. Das Ziel muss ganz klar sein, dass es hier weitergeht. Und auch hier haben wir eine tolle Bewegung. Das ist im Prinzip seit Covid die Bewegung, die wir verfolgen. Geht jetzt in Richtung 702 Retracement und das wäre quasi der erste Moment, zu dem wir sagen, okay, das ist ein Ziel, das streben wir an
Und da entscheiden wir dann, wie es weitergeht, auch in Verbindung mit Dow und S&P und Nasdaq. Der Vollständigkeit halber werfen wir auch noch einen Blick auf ETH und XRP. Hier sieht es aber auch nach wie vor freundlich aus, wenn ich das richtig sehe. Ja, sieht im Moment alles sehr freundlich aus. Momentan, ja. Ja, also hier auf der linken Seite ETH und auf der rechten Seite XRP, also mal in Einigkeit nebeneinander. Und ja, das gleiche Spiel, auch hier die Bewegung, auch hier die Retracements, schöne positive Bewegung. Er ist noch nicht nachhaltig über die 2000 US-Dollar drüber, aber so wie sich das hier anlässt, haben wir in Verbindung mit Dow, in Verbindung mit Bitcoin eine gute Chance, dass er hier weitergeht. Und das Gleiche gilt auch für unseren XRP-Coin. Klar, der hat seine Range verlassen, aber hier sieht man, er kämpft um die 60 US-Cent. Das war hier mal ein Widerstand, hier mal ein Widerstand, hier mal ein Support, hier mal ein Support. Also die 60 US-Cent scheinen für den XRP eine gewisse Bedeutung zu haben. Und ja, zusammenfassend, er kämpft um die 60, ist dran, kann durchbrechen. Er kämpft um die 2000, ist dran und kann durchbrechen. Bitcoin unser um Bitcoin die 40.000. Ist, ja, an den 38, die muss er, er ist jetzt bei 37,5 so um den Dreh, die 38, 39 müsste er durchbrechen. Aber alles wird gezogen vom Dow. Ist das denn jetzt noch ein Einstiegsniveau? Wer dem glaubt, was wir hier sagen, der sieht dieses Delta. Also wir sagen ja immer, wir gucken bis zum 702er. Es kann durchaus weitergehen, überhaupt gar keine Frage. Aber allein der Weg von hier bis zum 702er, von hier, wo wir stehen, bis zum 702er, das sind Prozentsätze, das sind Bewegungen, die man mitnehmen kann und die vergleichsweise groß sind zu dem, was man im klassischen Aktienmarkt erreichen kann. Man muss... Das sage ich immer wieder, wenn wir hier sind und feststellen, es geht abwärts, aus welchem Grund auch immer, dann darf man an seinen Coins nicht festhalten und sagen, jetzt habe ich sie im Depot, ich möchte sie behalten. Dann muss man einfach hergehen und sagen, ich hatte sie jetzt halt 3 Monate, es war eine schöne Zeit, jetzt verkaufe ich. Man muss bereit sein, man kauft ja gerne, man kauft ja viel lieber, als man verkauft. Und so ist das hier auch. Man muss bereit sein, im entscheidenden Moment zu verkaufen. Und darauf muss man sich vom Mindset her einstellen. Herr Michel, sprechen wir noch über ein bisschen Krypto-Gossip. Sam Bankman-Fried wartet nach wie vor auf das Urteil. Das heißt, hier ist erst einmal Ruhe. Aber natürlich gab es einige News, die waren jetzt vielleicht nicht unbedingt kursbewegend. Aber hat sich denn was getan? Ganz ohne Skandale geht es ja nicht. Aber hat sich denn was getan beim Bitcoin-Spot-ETF? Da sieht es nicht nach dem November aus als Zulassungsmonat, oder? So ist es. Ja, das ist, ich hatte ja gehofft, dass das im November der Fall sein würde. Speziell hatte ich auf den gestrigen Montag gehofft. Das heißt nicht, dass das nicht jederzeit passieren kann. Aber so wie es sich im Moment anlässt, Spot Bitcoin ETF voraussichtlich spätestens Mitte Januar. Bis dahin kann es jederzeit passieren. Die Tatsache, dass es nicht passiert ist, aber der Bitcoin trotz allem so weit nach oben an einen Widerstand gelaufen ist, zeigt, dass er Kraft genug hat, um sich selber zu entwickeln, auch ohne ein solches Approval. Und es gibt ja in der Influencer-Szene so tolle Sprüche wie dieses Mal ist es anders. Oder Du hast es hier zuerst von mir gehört. Mhm. Ich würde auch gerne mal so einen Spruch kloppen, nämlich I told you so. Ich habe zurückgeschaut in unser erstes Interview und habe mal geguckt, was wir da so gesagt haben. Und das hat sich eigentlich nahezu alles so entwickelt. Wir sind jetzt im November, wie damals angekündigt. Wir haben eine recht gute Phase erlebt mit 22%. Wir stehen jetzt, so wie beschrieben, an der entscheidenden Stelle, der Dow mit dem Sprung auf ein Higher High. Bitcoin, Ripple und ETH an Widerständen, die durchbrochen werden könnten. Und klar, das wäre natürlich eine tolle Geschichte gewesen, aber ich glaube, auch ohne den Spot Bitcoin ETF ist ein erster größerer Ausbruch bei unseren Coins durchaus möglich und der kann durchaus in den kommenden 1, 2, 3 Wochen erfolgen. Und deswegen ist Ihre Frage nach, lohnt sich ein Einstieg noch, durchaus berechtigt, und von mir bekommen Sie dann ein klares Ja.
I told you so oder ich habe es dir doch gesagt, ist eigentlich ein Spruch, den man nicht so gerne hört. Meistens ist es ja ein bisschen belehrend. Wenn man hier natürlich mit dabei war oder jetzt die Chance nutzt, noch einzusteigen, kann dieser Spruch natürlich auch eine positive Bedeutung bekommen. Schauen wir aber auch noch mal auf anderen Krypto-Gossip, auf mögliche Verschwörungstheorien, der Schleier bei ETHgate. Hier ist der Vorwurf im Raum, dass es Absprachen gegeben hat, die eigennützig mit der US-Börsenaufsicht zusammenlaufen. Gibt es hier Neuigkeiten? Diese ganze Geschichte um Ethereum ist ja bis jetzt sehr nebulös. Keiner lässt was raus, keiner weiß was Genaues, keiner will was Genaues wissen. Und jetzt trat dieser Stephen Nerioff auf die Bühne. Und auch da hat man erst mal versucht, ihn abzuwimmeln. Also Lubin und Buterin haben gesagt, ja, wir kennen den, der hat doch mal was für uns gemacht, aber so viel war es dann auch nicht. Da ging es jetzt im ersten Schritt für ihn, diesen Stephen Nerioff, erstmal darum, klarzumachen, dass er eine ganz, ganz wichtige Komponente in der Entwicklung von Ethereum war und dass das, was er zu sagen hat, basiert auf der Tatsache, dass er ein absoluter Insider ist und war hinsichtlich dessen, was damals passiert ist. Diesen Beweis, den hat er jetzt angetreten. Das heißt also, wenn heute über ihn gesagt wird, eigentlich hat er damit nicht viel zu tun. Also das ist entkräftet. Mhm. Und er hat letzte Woche, so wie angesprochen, einen Tweet veröffentlicht. In dem hat er gesagt, hier habe ich in 2014, 2015 mal 3 Stunden Telefonkommunikation mit dem Vitalik Buterin aufgezeichnet. Und die stelle ich zum Download, zum Nachhören und auch als Skript entsprechend zur Verfügung. Ich habe das mal den Tweet mal rausgezogen, den Tweet von dem Stephen Nerioff. Das war am 16. November. Hier schreibt er, Ende 2014, Anfang 2015 hat Vitalik Buterin, das ist natürlich die bekannte Größe um Ethereum, ihn gebeten, ihn zu unterstützen. Es ist wohl auch so, dass wenn der Vitalik Buterin in New York war, dann auch bei ihm übernachtet hat. Also zu sagen, kenne ich nicht und hat ab und zu mal gesehen. Ich glaube, das ist alles vorbei. Dieser Stil, wer sich das anhört, ich habe nur das Skript gelesen. Die 3 Stunden habe ich mir nicht angetan. Aber eins ist klar, dieser Mann ist ein Insider. Dieser Mann hat, als Ethereum 2014, 2015 schlecht ging und es auf der Kippe stand, operativ geholfen und unterstützt und rechtlich geholfen und unterstützt. Und in diesem dreistündigen Tape kommt ganz klar zum Ausdruck, alle Macher von Ethereum, an der Spitze Buterin und Joseph Lubin, denen war schon klar, dass wenn sie jetzt so weitermachen wie bisher, dass sie gegen die Security Laws, also der SEC, verstoßen würden. Und er hat ihnen dabei geholfen, das einigermaßen SEC-freundlich zu machen. Was haben Sie jetzt gesagt? Sie wollten es nicht aussprechen. Ja, ich will da auch gar nicht tiefer einsteigen. Also zum Ausdruck kommt, dass der Buterin doch eher ein technischer Typ ist und weniger der Macher bei der ganzen Geschichte, der das operativ vorangetrieben hat. Es kommt immer wieder ein anderer Name ins Gespräch, der Joseph Lubin. Eine mysteriöse Größe. Also natürlich ist das eine absolute Größe in der Kryptoszene, aber bezogen auf Ethereum. Ein Gary Gensler, als er noch Prof im MIT war, hat da doziert, dass der Joseph Lubin 10% der ETH-Coins bekommen hat. 10%. Mhm. Und Gary Gensler weiß genau, was er sagt und vor allen Dingen weiß er genau, was er nicht sagt. Aber das hat er gesagt. Und ein Joseph Lubin selber hat von sich behauptet, er hat nie mehr als 0,5% besessen. Da gibt es schon ein großes Delta. Und wenn wir mal, wenn der Gary Gensler in diesem Fall mal recht haben sollte und ein Joseph Lubin 10% bekommen hat, dann reden wir nicht mehr von einem Retail Sales, sondern dann ist da schon ein Institutional Sales. Und ein Institutional Sales, wissen wir, muss von der SEC entsprechend genehmigt werden, was damals nicht erfolgt ist. Also von daher, da kann sich ein Kreis schließen. Das ist der Anfang mit der Aussage, ich bin da, ich bin wertig, ich habe etwas zu sagen. Und so wie sich das anlässt, wird er wohl mit juristischer Unterstützung diesen Fall weiter aufrollen. Und man darf gespannt sein, was da noch auf uns zukommt. Das ist der Link, unter dem man quasi das Ganze abrufen kann, sowohl als Videotape
als Audiotape und als Skript. Da muss man sich natürlich dann ein bisschen Zeit und ja auch Geduld nehmen für 3 Stunden. Ich glaube, das ist kein... Oder uns einfach zuhören, ja, wir bleiben ja dran. Das ist kein einfacher Tobak, so wie sich das anhört. Ein bisschen leichter wird es aber dann, was die zweitgrößte deutsche Bank angeht, die Commerzbank. Die fischt nämlich momentan oder bald auch schon mit im Kryptoteich. Wie? Wir hatten letzte Woche ja die DZ Bank und die Commerzbank hat jetzt auch am 15. November eine Pressemitteilung veröffentlicht. Auch die Commerzbank hat die Krypto-Verwahrlizenz erhalten. Es geht auch hier um die Verwahrung von Kryptowerten. Es geht auch hier um ein Angebot zunächst mal für institutionelle Kunden, aber es ist natürlich ganz klar, perspektivisch geht es auch um den Retailmarkt. Man hat das Go von der BaFin bekommen und ich habe hier mal bewusst die 2 reingemacht, weil in einem Interview mit dem Chief Operating Officer ist zum Ausdruck gekommen, dass man mit der BaFin 2 Jahre lang um diese Lizenz gerungen hat, bis sie jetzt endlich da war. Also solche Banken wie die Commerzbank, die machen das, beschäftigen sich mit Blockchain und Krypto nicht erst seit gestern, sondern seit Jahren. Und jetzt kommen halt die Ergebnisse und sie kommen Woche für Woche für Woche. Zum Schluss noch etwas deutlich Positiveres. Und zwar haben Sie einen, ja, nennen wir es mal, kleinen Rückblick vorbereitet. Und das soll als Motivation dienen. Was hat es damit auf sich? Wir sagen ja immer, wen wir bisher noch nicht gewonnen haben für ein Investment in diese Kryptoszene. Da wollen wir nicht aufgeben, sondern dranbleiben und versuchen, weiterhin Argumente zu liefern. Und ein Argument habe ich jetzt hier mal zusammengefasst. Um was geht es bei allem, was an Innovationen in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren läuft? Es geht um Digitalisierung. Digitalisierung ist das Zauberwort. In den 90ern wurde die Information digitalisiert. Wie? Mit Internet und Telekommunikation. Was bedeutet das jetzt für das Thema, was wir hier adressieren? Dieser Tage werden 2 große Blöcke ebenfalls digitalisiert, nämlich der Handel und die Währung. Und wie macht man das mit der Technologie Blockchain und Krypto? Ich selber habe ja diesen Bereich hier in den 90ern voll mitgenommen. Ich weiß, wovon ich da rede. Und wenn ich jetzt auf diesen Bereich schaue, bin ja 2016 retired, beruflich komplett ausgestiegen, aber nachdem mir das klar geworden ist, habe ich mir gesagt, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance, da muss ich rein, da muss ich dabei sein, weil dieses Thema, und das habe ich immer versucht, über die Schriftgröße zum Ausdruck zu bringen, Blockchain und Krypto, ist bezogen und vor dem Hintergrund dieser Motivation und dieser Zielsetzung eine Riesengeschichte, deutlich größer als Internet und Telekommunikation in den 90ern, und das sollte man auf jeden Fall nicht verpassen. Dabei sein. Sind Sie ja. Ich sage Dankeschön für heute. Nächste Woche geht's weiter, dann wieder am Montag, wie gehabt. Herr Michel, ich sage herzlichen Dank. Und liebe Zuschauer, wenn Sie auch dabei sind, dann sage ich, bleiben Sie weiter dran. Wenn Sie nicht dabei sind, sollten Sie sich vielleicht einfach mal überlegen. Wir sehen uns und hören uns, wie gerade angesprochen, schon am nächsten Montag wieder. Herr Michel und ich sind aber auch am kommenden Samstag, am 25. November, in der Kulmbacher Stadthalle zum Aktionärstag 2023. Auch da wird es spannende Panel-Diskussionen geben, zum Teil natürlich auch über Bitcoin und andere Kryptowährungen. Es sind viele Experten vor Ort. Es geht aber auch um langfristige Anlagemöglichkeiten. Es geht um die Aufreger des Jahres 2023 und natürlich auch Megatrends des nächsten Jahres und der nächsten Jahre. Moderiert wird das Ganze von meiner Wenigkeit und meinem charmanten Kollegen Marco Uome. Und wer möchte, kann dabei sein, kann natürlich auch Fragen stellen, direkt aus dem Zuschauerraum. Man kann sich noch Tickets sichern unter unserer Homepage, der Aktionär, der Aktionärstag. Und da können Sie sich überlegen, ob Sie nicht einfach mit von der Partie sein wollen. Wir würden uns auf jeden Fall auf Sie freuen.